Geht euch. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video soll es darum gehen, was passiert, wenn es euch nicht so gut geht. Und zwar, wie es sich mit dem Skifahren nach dem Bandscheibenvorfall verhält. Vorher erkläre ich so ein bisschen und kläre so ein bisschen auf, wie es sich mit der Bandscheibe verhält und dem Bandscheibenvorfall allgemein und wie das Ganze entsteht. Das heißt, wir müssen vorher so ein bisschen in die Anatomie und in die Struktur reinschauen, um dann im Anschluss uns vorstellen zu können, wie sich die Bandscheibe ernährt, der Verschleiß entsteht und was wir dann fürs Skifahren im Endeffekt machen können. Dann würde ich sagen, steigen wir einfach ein. Um uns die Bandscheiben und die Wirbelsäule so ein bisschen grob vorzustellen, drehe ich den Muskelmann mal einmal in die Kamera und wir sehen hier unsere Wirbelsäule. Die Wirbelsäule besteht aus drei Teilen. Erstmal einmal aus einem Zervikalanteil, also der Halswirbelsäule, aus einem Thorakalanteil, der Brustwirbelsäule, einem lumbalen Anteil, der Lendenwirbelsäule. Wichtig hierbei ist zu merken, dass wir insgesamt 7 Halswirbel haben, 12 Brustwirbel und 5 Lendenwirbel. Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben. Als Bandscheibe habe ich hier mal so ein kleines Modell fertig gemacht. Da habe ich mir hier einfach mal so einen Schwamm genommen, habe den aufgeteilt in zwei Teile, denn unsere Bandscheibe ist ebenso in zwei Teile unterteilt. Und zwar einmal in einem so einen Faserring, der ein bisschen fester ist, und in einen mittleren Engteil, den Gallertkern. Dieser Gallertkern ist weicher, wie man hier so schön sieht, ja, der lässt sich so durchdrücken, schön weich, und der Faserring ist fest, besteht aus Faserknorpel. So, haben wir gesagt, insgesamt haben wir 24 Wirbelkörper, zwischen denen sich jeweils die Bandscheiben befinden. Drehen wir den Muskelmann jetzt mal etwas seitlich zur Kamera, ich hoffe, das kann man halbwegs gut sehen, ansonsten verschiebe ich das Ganze noch mal ein bisschen, so, dann fällt auf, dass unsere Wirbelsäule nicht ganz gerade ist, sondern sie hat so eine Doppel-S-Krümmung. Ja, wenn wir uns das mal angucken, haben wir hier in dem Bereich der Halswirbelsäule so einen Tal, nennt man auch Lordose. Im Bereich der Brustwirbelsäule eine Kyphose, also so eine leichte Krümmung. Und im Bereich der Lendenwirbelsäule wieder eine Lordose. Das Kreuzbein geht dann wieder eine Kyphose über und damit endet das Ganze. Das hat einfach den Nutzen, dass wir dadurch beweglicher sind und Kräfte besser gedämpft werden. Die Aufgaben der Bandscheibe sind die Kraftübertragung. Das heißt, sie soll die Kräfte möglichst gleichmäßig weitergeben. Der Nucleus pulposus wirkt dabei wie so ein Wasserkissen, also Kräfte, die punktuell oder schlagartig eintreffen, gibt er flächig weiter. Sie ermöglicht unserer Wirbelsäule die Beweglichkeit, das heißt diese Lateralflexion, die Rotation und die Kyphosierung sowie die Lordose, eine Hyperlordose einzunehmen. All das ermöglicht die Bandscheibe. Außerdem dient sie einer guten Kraftübertragung und dient als Abstandshalter zwischen den einzelnen Wirbelkörpern, um ganz einfach Platz für die Spinalnerven zu schaffen, sodass da keine Problematik und keine Schmerzen entstehen können. Gut, wie entsteht jetzt aber Verschleiß an der Bandscheibe und warum entsteht der? Verschleiß, müssen wir wissen, entsteht immer zwischen einem Missverhältnis von Belastbarkeit und Belastung. Also trifft mehr Belastung auf die Bandscheibe ein, als sie belastbar ist, so verschleißt die Bandscheibe. Gut, erstmal klingt das Ganze ganz logisch, aber was bestimmt denn jetzt die Belastung? Die Belastung können wir zum Beispiel variieren durch unsere Körperhaltung. Wenn wir jetzt so krumm dastehen, so, oder andersrum, wenn wir gerade dastehen, ist die Kraftlinie ungefähr hier so im Lot gerade runter. Das ist ein bisschen vor der Wirbelsäule, aber nicht wesentlich. Stehen wir jetzt krumm da, so ist die Kraftübertragung weiter weg. Das heißt, der Hebel zur Wirbelsäule wird länger. Sprich, die Kräfte, die dann unsere Muskeln auf der Gegenseite aufbringen müssen, werden größer, sowie auch die Kraft, die durch unser Eigengewicht entsteht. Auf die Bandscheibe wird größer. Das heißt, die Belastung ist schon mal variierbar durch die Körperhaltung. Haben wir eine aufrechte Körperhaltung beim Skifahren? So, ja, also ein bisschen das T-Shirt ein bisschen klein machen. Haben wir eine aufrechte Körperhaltung beim Skifahren? So können wir schon viele Kräfte gleichmäßiger auf die Bandscheibe verteilen und ermöglichen dadurch weniger Abrieb. Außerdem haben wir bei einer starken Kyphose oder bei einer starken Lordose, also diesen Buckel oder der
starken Einholung der Wirbelsäule die Wirbelkörper nicht mehr flächig auf der Bandscheibe, sondern so keilförmig quasi. Das heißt, der Druck wird auf einer Seite stärker ausgeübt. Passiert dies über längeren Zeitraum, so kann das dazu führen, dass der Nucleus pulposus, weich wie er ist, sich durch den anreißenden Faserring nach außen bewegt. Komplikationen, die daraus dann entstehen, kennen wir alle. Da komme ich aber gleich noch drauf. Belastbarkeit, wie können wir die denn variieren? Und da ist erstmal zu sagen, der wichtigste Faktor ist natürlich das Alter. Je älter ich bin, umso weniger belastbar ist die Bandscheibe ganz einfach. Heißt aber nicht, dass wir uns auf die faule Haut setzen können und sagen können, jo, ich bin alt, meine Bandscheibe kann nicht mehr funktionieren. Also, ich kann nichts dafür. Nee, wir können auf jeden Fall was machen. Und zwar wird die Belastbarkeit auch durch den täglichen Gebrauch festgelegt. Durch den täglichen Gebrauch, was meine ich damit? Die Ernährung der Bandscheibe, also einmal die Ernährung der Bandscheibe entsteht durch zum Teil Blutgefäße. Der Großteil der Ernährung der Bandscheibe geschieht allerdings über Diffusionsvorgänge. Unwichtig, braucht man es nicht merken. Wichtig dabei ist, er ernährt sich über die umliegende Flüssigkeit. Oder sie ernährt sich durch die umliegende Flüssigkeit. Das heißt, die Bandscheibe muss irgendwie diese Flüssigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben. Und das geschieht immer zwischen B- und Entlastung. Also, wenn ich die Bandscheibe belaste, drückt sie sich aus wie so ein Schwamm und gibt die alten Nährstoffe, die verbrauchten Nährstoffe ab, die Abfallprodukte. Und bei der Entlastung saugt sie sich voll und nimmt frische Nährstoffe auf und kann sich damit versorgen. Das ist schon mal so der erste Punkt. Das heißt, mit dem täglichen Gebrauch können wir schon ganz viel machen. Was dazu aber dann gehört, ist die Muskulatur. Ist die Muskulatur dauerhaft fest und verspannt, so zieht dauerhaft die Muskulatur auf die Bandscheibe. Die Muskulatur auf der Gegenseite, wenn wir zum Beispiel so dastehen, ist unsere vordere Seite verkürzt und verspannt. Die Muskulatur auf der Gegenseite versucht das Ganze natürlich zum Teil auszugleichen und erhöht dadurch die Schwankung zusätzlich. Heißt, dehnen. Die Muskulatur zu dehnen ist ein wichtiger Faktor. Und zum Schluss natürlich auch noch die gute alte Ernährung. Gesunde Lebensmittel, viel Gemüse, viel Obst, frische Lebensmittel, unverarbeitet zum Großteil, machen da schon viel aus. Gut, was kann jetzt aber die Folge sein, wenn das ganze Gleichgewicht nicht so ganz passt? Das haben die meisten wahrscheinlich schon am eigenen Leib beobachten können oder zumindest einmal in ihrem sozialen Umfeld erlebt. Typischer Fall ist der Hexenschuss. Das kennen die meisten. Hexenschuss bedeutet dieser starke einschießende Schmerz in den Lendenwirbelbereich. Auch Lumbalgie oder Lumbago genannt. Gut, der Hexenschuss geschieht meistens bei abrupten Körperdrehbewegungen. Das heißt, ich drehe mich abrupt ein. Dadurch passiert oft, oder dabei passiert meistens halt der Hexenschuss. Folge ist ganz einfach die Protrusion. Protrusion heißt erstmal einfach nur, dass der Gallatkern sich langsam vom Inneren nach außen bewegt und dadurch entsteht dann an der Bandscheibe so eine Vorwölbung. Im Grunde erstmal noch nicht schlimm. Das bedeutet, dass der ganze Faserring noch intakt ist und der Faserring noch nicht beschädigt ist, das heißt, der Gallatkern noch nicht austreten kann. Kommt es jetzt allerdings im weiteren Verlauf zu weiteren Abnutzungen und Einrissen im Faserring, so kann der Nucleus pulposus, also der Gallatkern, rauswandern. Und es kann dann zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Und der Bandscheibenvorfall bedeutet dann extrem starke Schmerzen. Das kennen wir. Schmerzen bis hin zu motorischen Ausfällen. Das heißt, ich kann den Arm nicht mehr bewegen oder das Bein oder je nachdem, wo es halt ist, der Bandscheibenvorfall. Und zu guter Letzt halt Sensibilitätsstörung. Das heißt, ich spüre vielleicht oberflächlich nichts mehr oder kann die tiefen Sensibilität nicht mehr spüren. All das ist möglich, da an der Wirbelsäule die Nerven, die Spinalnerven Ausgänger sind und diese halt sensible motorische und vegetative Fasern enthalten. Gut. Wie wird das Ganze meistens behandelt? Und zwar meistens wird das über eine OP behandelt. Oder oftmals wird es über eine OP behandelt. Eine Operation ist deshalb nicht ratsam, weil sie zu den meisten Fällen vermeidbar ist. 95% aller
Bandscheibenvorfälle können konservativ behandelt werden, gut behandelt werden, so dass der Patient anschließend symptomfrei ist. Konservativ würde bedeuten, also erstmal operativ würde bedeuten, dass überschießendes Gewebe einfach weggeschnitten wird oder die Bandscheibe ersetzt wird, zum Beispiel durch eine künstliche Bandscheibe oder durch Bandscheibe aus Eigengewebe gezüchtet. Konservativ würde bedeuten, wir lagern den Patienten erstmal in Ruhe, das macht man sowieso bei einem akuten Bandscheibenvorfall, erstmal eine Ruhelagerung. Das kann man auch kombinieren mit einer Traktion, also einem leichten Zug auf die Wirbelsäule, wodurch sich die Gelenkpartner dann wieder voneinander entfernen und das Gelenk auf Entspannung, auf Ruhe ist. Das Weite ist dann auf jeden Fall mit Medikamenten. Medikamente sind dann empfehlenswert, wenn es kurzfristig ist und nicht langfristig. Über kurzfristigen Zeitraum sind Medikamente kein Problem. Das heißt erstmal Schmerzlindern. Dann ist es aber wichtig, dass wir über Bewegung an die Sache rangehen. Das heißt, die Muskulatur, die verkürzt ist und dafür zuständig war, dass es zu diesem Bandscheibenvorfall kam, dass wir diese Dehnung und damit die Bandscheibe entlasten, die Belastung runternehmen und die Belastbarkeit der Bandscheibe wieder verbessern durch verbesserte Ernährung der Bandscheibe. Dann